So, hallihallo meine lieben Freunde, zurück zu einer neuen Folge Apex Legends. Ja, kurz und knapp, ich bin jetzt nach mehreren Runden mal so hinter das Geheimnis des Spiels gekommen und ich muss sagen, läuft. Es ist wirklich gut geworden, muss ich sagen. Es macht Spaß, das Spielprinzip ist wirklich einfach, also du hüpfst einfach nur runter. Suchst du eine Waffe, rennst mit deinem Squad sozusagen, einfach durch die Gegend, man beschützt sich sozusagen gegenseitig. Ja, was willst du da noch gegen sagen? Ist wirklich einfaches Spielprinzip, optisch auch sehr schön anzusehen. Macht Laune, definitiv. Also ich finde, das Spiel macht Lust auf mehr. Auf viel mehr. Man hat ja am Anfang auch rundenbasierend, dass man sich eine Legende aussuchen darf, was jetzt kommt. Aktuell gibt es nur die Königsschlucht, was ich jetzt nicht persönlich schlimm finde. Weil die Map ist recht groß. Und jetzt haben wir auch gleich wieder das, was ich meine. Das Spiel startet in 2, 1 und wir können uns jemand aussuchen. Oh, ich darf als erstes wählen. Und ich wähle. Let's pick the right way and go. Genau. Spiel ich persönlich am liebsten. Er ist natürlich auch ein taffer Kerl, ne? Der Gibraltar. We will defeat all of our enemies. So, jetzt wird gerade gezeigt, unser Squad. Oh, ich bin natürlich der Schlechteste. Introducing your champion. Jetzt haben wir hier den Champion Squad. Sozusagen den stärksten Squad, der auf dem Map gerade ist. Und den Hauptkerl, den man töten kann. Da kriegt man 500 extra Points. Let's land here. Okay, ich bin diesmal nicht der Jumpmaster. Jumpmaster ist ganz einfach. Du entscheidest, wann abgesprungen wird. Du entscheidest, wohin gesprungen wird. Man kann zusammen als Pulk irgendwo hinfliegen. Man kann auch sagen, nee, Jungs, fliegt ihr da, ich gehe da. Man kann es am Vorschlag machen, hey, so wie hier, lass uns doch da hingehen. Aber es hat unser Squad-Leader gesagt, gut, jetzt springen wir ab, ich mache jetzt gar nichts. Es geht von alleine. Ich kann jetzt sagen, nee, ich kapsel mich von der Gruppe ab, aber warum? Wenn ich jetzt den Stick links-rechts bewege, ich kann lediglich die Sichtkamera bewegen, aber nicht die Bewegung an sich. So. Dann lasst uns doch mal auf die Schnelle looten. Drückt uns die Daumen, Jungs und Mädchen. Alle da draußen, dass wir schnell was Gutes finden. Obwohl. Da hat schon jemand erledigt. Ich würde mir wünschen, wenn wir noch eine deutsche Sprachausgabe bekommen. Das wäre nice. Oh nein, da hat sich schon wieder einer erledigt. Only you and me left. Round one. Beginning ring countdown. Good, we're inside. So, ich habe eine Waffe. I am taking fire, friends. Reloading. Enemy down. Jetzt gucke ich mal, ob ich ihn wiederbeleben kann. Jetzt kann man schnell den Gegner hier looten. So. Oh, die Waffe hat ein bisschen was von Halo. So, Augen auf beim Kartoffelkauf. Reloading. Enemy down. Oh Mensch. Shit, shit. Reloading.
So geht's auch. Enemy taken out. Very awesome. So, sehr schön. Oh. Shit. Ich hätte meine Fähigkeit einsetzen können. Aber. Help. Vielleicht hilft mir ja einer. Ich glaube weniger. Repairing my damages. I'm down. Need help. Ach schön. Taking fire, bros. I need some help over here. Jetzt hilft man einem wiederzukommen und jetzt stirbt man dafür. Leute, hallo. I need some help over here. Oh Mann, Gimmi, komm rüber. Gimmi, Hilfe. Help. Ah, er kommt. Bitte. I'm down. I need help. Ah, danke, du bist ein Schatz. Ja. Thanks for that. Ja, schütteln und. Dank dir. Du hast mir echt den Arsch gerettet. Attention. There is a new kill leader. New kill leader. Watch for them. Kill leader. Oh, schön. Ich brauche trotzdem Munition. Ich brauche ganz dringend Munition. Oh, eine Lootbox. Irgendwie ist hier Action. Ah. 2 gegen 1. Das sollte nicht sein. Squad-Platzierung 14 von 20. Naja. Könnte schlechter sein. 20 von 20. Yes. Auf in die nächste Runde. Freigeschaltet haben wir schon ganz viel. Aber dafür brauchen wir halt wieder, ne? In-Game-Währung. Und ehrlich gesagt, nö. Nur damit meine Waffe jetzt irgendwie anders aussieht, anstatt grau-rot, sehe ich nicht ein, dafür jetzt irgendwie EA Geld zu geben. Nö. Obwohl, wir haben Legendentoken 1800. Da kann man was mit anfangen. Da darf man sich eine klitzi-klitzi-Kleinigkeit verkaufen. Ihr sowas zum Beispiel. Ein Waffenskill. Also man könnte. Wenn ich jetzt das vierfach hätte. Hier könnte man noch 2 Freunde einladen. Sozusagen dann ein Freundes-Squad. So, machen wir die Runde jetzt noch. Und vielleicht noch eine danach. Und danach. Mal gucken. Das wird immer so ein bisschen im Zeitfenster bleiben, ne? 50 Leute und 60. Und statt in 3 Sekunden. Nein, gar nicht wahr. In 1 Sekunde. So. Lifeline, okay. Ich bleib beim Breath. So, guys, wir schaffen das.
Ja, dann zeig uns doch mal den Champion. Ach, Schande. Über 480 Kills. Das sind echt Leute, die tagelang gespielt haben. Sei ihnen gegönnt. Du bist Jumpmaster. Na dann. Den Spaß gönnen wir uns. Andere springen nämlich auch hin. Man kann auch auf dem Schiff dort vorne landen. Sollen wir das machen? Ah, andere wollen da auch hin. So, Leute. Ja. Ich liebe diese Fähigkeit. Okay. Hey, this is Gibraltar's match. Mach mal, okay. Das ging auch schnell. Frage ist natürlich, wurde eine Kill jetzt gezählt? Naja, egal. Dumm, die dumm, die dumm. Spielersuche. Aber ich fühle mich hier wirklich wie in Destiny. Auch hier so mit dem Banner im Hintergrund, das ist alles so Destiny-like. 5% Bonus auf Überlebende. So lange im Party, das ist natürlich cool, ne? Dass man so einen Bonus kriegt, wenn man dann mit Freunden zockt. Werde ich auch mal demnächst machen. Man hat ja den einen und anderen, die das auch mal austesten wollen. Das ist bestimmt ganz funny. Wenn du dann noch ein paar Kollegen hast, die es richtig gut können und dich dann sozusagen nur unterstützen. Supergeil. Oh ja, 40, 50, 60, komm, mach hin. So, jetzt möchten wir aber mal ein bisschen länger überleben als 2 Minuten. Ich verstecke mich einfach irgendwo unterm Busch. Du wählst als zweites. Ah, Kostic. It's a fine line. Avoid death as closely as possible. Was macht ihn denn so besonders? Wenn sie das jetzt geht. And ready. Excellent. Time to destroy more opponents. Here we go. Die Seilrutsche, die hat es gar nicht mal schlecht. Da kannst du die Gegner mit ranziehen. Der ist ja mal cool. Ja, ich mit meinen 3 Kills, doch niedlich. Der letzte Kill wurde dann nicht gezählt. 10er, 19 Kills. Kann man... I say we land here. Sicher? Ja, gut. Here we go. It's a long drop. Fun. Aber unter uns sind schon welche, aufpassen, Jungs. Und Mädchen. Oh Leute, das wird ja nichts. Schön, dass es keinen Fallschaden gibt. Also wenn man irgendwo runterfällt. Oh yes, baby. I got this. Spotted a subject. Da hinten ist der Gegner. Getting shot at. Firing on subjects. Might be something this way. They downed me. Getting
shot at. Shooter, move. Void running. Oh Mann. Das ist am Anfang immer echt tricky. Ja, ja, gib mir eins mit deiner Keule. Ja. Ninja Pro, ich das schon lese, ey. Wieder keine 2 Minuten überlebt. Wieder nicht. Ich will mich mal untersuchen. Okay. Also. Na. So, ihr könnt ja mal in der Zeit, wo wir warten, in den Kommentaren tippern, so eure Meinung zu dem Game. Viele sagen, pfui, hypt sich nur erst und dann geht's eh unter. Ich sage, nein. Ich glaube sogar, dass diese Art, was das Spiel mit sich bringt, Fortnite in den Arsch tritt. Ich persönlich mach da keinen Hehl raus. Ich kann Fortnite nicht leiden. Ich mag's nicht, ganz einfach. Auch immer diese Sounds, wenn du da irgendwo mit deiner Axt immer die Bäume kaputt kloppen musst. Dieses ganze Gedönsel da, weiß ich nicht. Fortnite ist für mich so ein klassisches: Yo, Bro, Digga, ich kann voll Fortnite. Bist du schon 12? What? Also so richtiger Kiddie-Stuff, ne? Ach, geben das ein, aber ist nicht meins. Wer spielt, spielt. Wer nicht, der nicht. Ich darf als erstes auswählen. Ich fühle mich gerade geehrt. Dann nehme ich natürlich wieder. Let's go find them all. Here we go. Cross nature, then trust yourself. Let's have fun, friend. Ooh. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal besser wird. Oh, gute Voraussetzung. This is your champion. Der eine 0 Kills, ich 3 Kills. No such thing as auto aim, ladies. Der Champion ist Stufe 22, hat aber auch nur 13 Kills. Also hier sind Kills nie immer ausschlaggebend, ne? Hier kriegst du ja auch Punkte, wie wenn jetzt einen wiederbelebst oder einen komplett wiederholst, so wie ich in der letzten Runde. Aber ich habe die Punkte nicht bekommen, weil ich habe die Runde nicht abgewartet. Und das ist dann wieder ärgerlich. Oh, jetzt kann man hier oben gerade das Raumschiff sehen. Fortnite fliegt man hier aus einem Bus. Ja, dann lass uns aufsteigen. Das einzige Quietschpunkt an dem Spiel ist hier wirklich die Raketendüsen. Wenn man mal guckt, wie viele es eigentlich sind. Heavy. Und die Viecher sind interessant. Irgendwelche Dinos. Was haben wir denn hier? Irgendwas geraucht? Naja. Ja. Clever da zu spawnen. Ja, hallo. Fängt da schon richtig mega an hier. Attention. First blood.
Leute. Ich hätte schon den einen oder anderen wegnatzen können, aber ohne Knarre kann ich da nicht viel machen. Oh, ernsthaft? Oh, ich kriege ein Kind. Naja, ein Wesen niedergeklatscht. Muss man jetzt wirklich die ganze Runde abwarten? Bis man Kilo-Punkte bekommt? Ach ja. Na supi dupi. Ja, dann hat man ja mal kurzweilige Runden. Und wird jetzt sagen, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Ich lasse die Runde jetzt so ausklinken und dann starten wir eine neue Runde. Und in diesem Sinne, lasst doch ein Abo da. Damit ihr die anderen nächsten schnellen kurzen Runden sehen könnt. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, Leute.